Das musst du doch auch schaffen, sonst bist du ein schlechterer Mensch. Auch das haben wohl unsere Ampelpolitiker vor, sie wollen mehr Algerien. Ein paar Deutschen, die hier noch sind bei uns an der Schule, die integrieren wir schon. Also so gehe ich nicht mal in den Garten her, um das Unkraut zu geben. Lehrer zu sein ist inzwischen ja ein lebensgefährlicher Beruf geworden. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich komme ja inzwischen aus Ostdeutschland oder Mitteldeutschland, wie man früher sagt, aus Brandenburg. Wir sind von Berlin aus nach Brandenburg gezogen. Und es wird ja immer so behauptet, die AfD habe nur im Osten unseres Landes eine so starke Unterstützung und im Westen sei das alles nicht so. Aber ihr beweist heute Abend, dass es auch ganz anders ist. Anschaut. Gerade vor zwei Tagen gab es ja eine neue Hochrechnung im Mainstream-Fernsehen, ZDF, also wird das natürlich stimmen. Demnach steht die AfD jetzt bundesweit, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, bei 17%, liebe Freunde. In ganz Deutschland erreicht man natürlich nicht nur mit zweistelligen Werten in den 5 neuen Ländern, wie man früher sagte, sondern das bedeutet, dass wir inzwischen auch in den großen westdeutschen Ländern in den Wesentlichen zweistellig sind. Und das ist gut so und da geht auch noch mehr, liebe Freunde. Aber wie das bei der AfD so üblich ist, wir reden nicht über irgendwas, sondern wir reden idealerweise über die Themen, zu denen wir auch was zu sagen haben, wo wir beispielsweise beruflich tätig waren und so weiter. Ich glaube, es ist eben in der Anmoderation schon gesagt worden, ich habe vor meinem Einzug in den Deutschen Bundestag fast 20 Jahre meine Brötchen als Lehrer verdient, auch eine Zeit lang ganz hier in der Nähe an einem bekannten Internat und dann auch noch an einer Schule bei Baden-Baden. Anschließend kam ich dann nach Berlin, bin persönlich befördert worden, kam aber an eine sogenannte Brennpunktschule. Also ich darf sagen, ich kenne die Bildungslandschaft in Deutschland ganz gut zwischen Bodensee und Berlin. Meine Damen und Herren, wenn man über Bildung spricht, kommt man an dem Namen Goethe nicht vorbei und einige von Ihnen kennen sicherlich sein Zitat, das auch was mit Geschichte zu tun hat. Ich zitiere es kurz. Wer nicht von 3000 Jahren weiß, sich Rechenschaft zu geben, bleibt im Dunkeln unerfahren, der mag von Tag zu Tage leben. So, nun hatten wir vor kurzem ein nettes Spiel im Bundestag. Da kam ein, vielleicht haben es einige von Ihnen gesehen, ein Mr. Wissen to go kam und hat aus allen Fraktionen sich jemand herausgepickt und Wissensfragen zur deutschen Geschichte gestellt. Also, ich war fast ein bisschen enttäuscht, weil das waren so Schulwissenfragen. Das hat man natürlich als Geschichtslehrer so drauf. Und die große Überraschung war dann aber nicht, was der Frömming da gesagt hat. Ich bekam dann auch eine Urkunde, leider nicht in Punkten, sondern wie das heute so ist, nur mit einem Smiley. Na gut, so ist das heute in der Schule. Aber interessanterweise kam danach eine Kollegin von den Grünen dran. Und die Grünen sind ja eine Regierungspartei. Und diese junge Kollegin, wenn ihren Namen gar nicht jetzt nennen, die wurde also auch gefragt, wer denn Bismarck war. Also da fiel ihr nur der berühmte Hering ein. Das war ja etwas peinlich, weil sie käme ja aus Hamburg und dann müsste sie das eigentlich wissen mit Bismarck. Naja, Bismarck nicht kennen, aber dann die Bismarck-Denkmäler abreißen wollen, das haben wir gerne, liebe Freunde. Bildung gilt ja so ein bisschen mal als, sag ich mal, ein weiches Thema. Wir haben eben über Wirtschaft gesprochen. Aber was ist denn die Wirtschaft, lieber Malte, wenn wir keine gute Bildung mehr haben? Bildung schafft die Grundlage für die wirklichen Fachkräfte. Ohne Leute, die lesen, schreiben, rechnen können, ja, kann natürlich auch unsere Wirtschaft nicht funktionieren. Und dann schauen wir uns doch mal an, wie es aussieht mit der Lesekompetenz. Inzwischen wird ja auch im Grunde getestet. Wir haben vor kurzem eine
IGLU-Studie zur Kenntnis genommen. Da wird also der 20-Jahre-Trend gemessen, ob die Schüler nun in den verschiedenen Ländern besser lesen können oder schlechter. Was ist dabei herausgekommen? Singapur, übrigens auch der PISA-Sieger, hat 59 Punkte zugelegt. Die Schüler können also besser lesen. Die Türkei, man höre und staune, hat auch zugelegt. Auch dort können die Leser im Vergleich zur letzten Erhebung besser lesen. 47 Punkte zugelegt. Und Russland, wir haben das Land eigentlich noch erwähnt, ich tue es trotzdem, Russland hat auch zugelegt um 39 Punkte. Auch dort können die Schüler besser lesen inzwischen. Und immerhin Slowenien hat auch um 18 Punkte noch zugelegt. Und jetzt kommen wir mal zur anderen Seite der Medaille. Da ist natürlich dabei, natürlich Holland, minus 27 Punkte. Schweden, minus 17 Punkte. Frankreich, minus 11 Punkte. Und Deutschland ist auch nochmal abgesackt um sage und schreibe 15 Punkte. Fällt Ihnen was auf, wenn wir mal diese Länder nebeneinander legen? Singapur, Türkei, Russland, Slowenien, Holland, Schweden, Deutschland, Frankreich. Also wenn man so ein bisschen nachdenkt, natürlich Korrelation ist nicht immer Kausalität. Aber alle diese Länder, wo die Leseleistungen nach unten gegangen sind, das sind die Länder, die ohne Sinn und Verstand ihre Grenzen geöffnet haben die letzten Jahre über hinweg und alle rein haben kommen lassen, die da nur rein wollten. Und das macht sie natürlich auch ein Bildungsstand. Zu sagen, es stimmt ja nicht, dass wir als Alternative für Deutschland uns abschaffen wollen. Niemand darf mehr reinkommen. Wir sind auch nicht ausländerfeindlich. Nein, wir wollen differenzieren und wir wollen gucken, gerade bei denen, die zu uns einwandern wollen, also wo es nicht um echte Flüchtlinge geht, da hat man schon als aufnehmendes Land das Recht und die Pflicht, genau hinzuschauen. Wer will denn da zu uns kommen? Anderen klassischen Einwanderungsländer nicht. Ich meine, Deutschland ist kein klassisches Einwanderungsland. Wir sind immer ein bisschen kleiner als Kanada oder Australien. Aber diese klassischen Einwanderungsländer machen das natürlich schon seit langem, dass sie einen ganz klaren Kriterienkatalog haben. Ja, und zum Beispiel, ich dürfte wahrscheinlich gar nicht mehr einwandern, weil zu alt. Andere dürfen nicht einwandern, weil zu geringer Bildungsstand. Der Nächste darf nicht einwandern, weil er nicht genügend eigenes Geld mitbringt. Ja, bei uns passiert genau das Gegenteil. Was hat sich die Ampel jetzt ausgedacht? Um Fachkräfte zu gewinnen, schalten wir noch einen zusätzlichen Magnet ein. Und die Sprachkenntnisse, die bislang wenigstens noch rudimentär vorhanden sein mussten, die müssen jetzt überhaupt nicht mehr vorhanden sein. Und man denkt an Länder, vor allen Dingen natürlich die üblichen Länder, da werden weiter welche kommen, aber vor allen Dingen denkt man auch an die Balkanländer, wo man also weitere Fachkräfte gewinnen wird. Meine Damen und Herren, ich halte das für hochproblematisch, weil wenn wir uns angucken, wie die bisherigen Fachkräfte, auch bei denen hat man ja gesagt, das seien alles Fachkräfte, die 2015 folgende gekommen sind, Sie erinnern sich. Aber wenn wir uns da anschauen, wie deren Bildungsstand ist heute nach so vielen Jahren, also dann lässt das doch hier Schlimmstes befürchten. Und diese unqualifizierte Einwanderung, die bringt unser Land eben nicht nach vorne. Sie löst nicht unsere demografischen Probleme, sondern sie verschärft sie nochmal, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen das vielleicht mal an einer kleinen Anekdote verdeutlichen. Geht das auch? Ja, geht auch. Nee, geht nicht. Bleib ich hier. An einer kleinen Anekdote verdeutlichen, die ich selber erlebt habe nach dem Wechsel von schönen Baden-Württemberg nach Berlin. Da saß ich dann in einer der ersten Stunden in meinem Politik-Leistungskurs und erzählte den Schülern natürlich auch das, was Lehrer so beigebracht bekommen, was so wichtig ist im neuen Deutschland, in Europa. Ich sagte ihnen, ja, Integration ist ganz wichtig, dass ihr in diesem Land auch ankommt und Bildung ist der Schlüssel zur Integration. Die Schüler waren sehr lieb und guckten mich auch ganz freundlich an. Und was ich im ersten Moment gar nicht so bemerkte, es war kein einziger dabei mit blonden Haaren. Und irgendwann erbarmte sich einer der Jungs dann und sagte, ach,
Herr Frömming, jetzt machen Sie sich doch keine Sorgen. Die paar Deutschen, die hier noch sind bei uns an der Schule, die integrieren wir schon. Sie lachen, aber da ist mir klar geworden, was die Voraussetzung ist für jede Integration. Ich brauche doch etwas, wo ich hinein integrieren kann. Und das geht leider an vielen westdeutschen Schulen in den Großstädten schon nicht mehr, weil dort die deutschen Kinder in der Minderheit sind. Und dem Ganzen wird ja jetzt noch einer draufgesetzt. Der neueste Trend ist ja, weil auch bei den Lehrern die Fachkräfte fehlen, dass man nun sagt, bisher mehr Quereinsteiger gehabt und Seiteneinsteiger und was es nicht alles gab. Und seit neuestem sagt man, naja, wenn die Schüler schon nicht so richtig Deutsch können, müssen die Lehrer ja auch nicht mehr so richtig Deutsch können, dann können wir ja noch ein paar mehr Lehrer gewinnen. Also, ich mache keinen Witz, können Sie alles nachlesen, schicke Ihnen die Quellen dazu. Der Sprachstand von Lehrern muss künftig dann auch nicht mehr auf muttersprachlichem Niveau sein. Das ist die Idee, wie einige unserer Kultusminister in den Ländern meinen, um die Bildungsmisere lösen zu können. Ich glaube, liebe Freunde, so löst man sie nicht, so macht man sie noch größer. Und nun heißt es ja oft, und das ist auch ein wichtiger Punkt, auf den ich hier gerne mal eingehen möchte. Das heißt ja oft bei vielen Debatten, die wir im Bundestag haben, auch in den Landtagen, zum Thema Bildung, ja, das deutsche Bildungssystem, das ist ja so ungerecht. Noch immer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder aus Nicht-Akademiker-Elternhäusern, also ein Abitur machen können, selber Akademiker werden, die ist ja viel, viel geringer. Und das hat doch bestimmt zu tun mit der Diskriminierung durch das Schulsystem, mit der vielleicht rassistischen Einstellung der Lehrer und so weiter. Das ist natürlich alles Unsinn. Hier werden Zahlen, die durch die OECD erhoben worden sind, überinterpretiert. Und das Ganze wird noch absurder, wenn man sich das mal so ein bisschen genauer anguckt, wie das mit dieser Bildungsgerechtigkeit ist. Aber vielleicht schicke ich noch vorweg und dann wird Ihnen gleich selber einleuchten, warum diese Behauptung so unsinnig ist. Wenn natürlich immer mehr Menschen Abitur haben, ja, und das ist Gott sei Dank so und das ist auch richtig, dann wird natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die verbliebene Gruppe dann eben auch noch den Bildungsaufstieg schafft, geringer. Das ist ein ganz normaler Prozess. Es sei denn, man leugnet, dass es so etwas überhaupt gibt wie Intelligenz. Darf man heutzutage ja auch schon kaum mehr sagen. Aber wir wissen aus Studien aus den USA, dass nun mal der Schulerfolg auch von der Intelligenz abhängt. Etwa zu 60%, wissen wir aus Zwillingsforschung. Und ich finde, es ist sogar ungerecht den Schülern gegenüber, die nun einfach einmal nicht fürs Gymnasium geeignet sind, ihnen einzureden, das musst du doch auch schaffen, sonst bist du ein schlechterer Mensch. Nein, man ist kein schlechterer Mensch, wenn man kein Abitur hat und vielleicht nur den Lehrer hat. Jeder Handwerker, ja, der sich von seiner eigenen Arbeit ernähren kann, ja, der ist mir doch lieber als so manch abgeborener Student. Ich hatte Ihnen ja auch dazu eine merkwürdige Korrelation angekündigt. Diese Statistik ergibt nämlich interessanterweise auch, welches Land ziemlich ungerecht ist, was die Bildungsgerechtigkeit anbelangt, also diesen Zusammenhang von Herkunft, akademischem Erfolg, nämlich ausgerechnet in Singapur, dem PISA-Sieger, da geht es am ungerechtesten zu, noch ungerechter als in den deutschsprachigen Ländern. Aber jetzt raten Sie mal, wo wir das gerechteste Bildungssystem haben. Kommen Sie nie drauf. Das ist nämlich in Algerien. Ja, und genau das haben wohl unsere Ampelpolitiker vor, sie wollen mehr Algerien, also da wäre mir doch Singapur wesentlich lieber, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt schon gesprochen über Intelligenz, die ja vererbt wird. Wir haben über das Migrationsproblem gesprochen. Aber das alles erklärt immer noch nicht die Bildungsunterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Und hier ist doch der Vergleich höchst interessant. Also wir haben sehr erfolgreiche Länder. Sachsen, Bayern spielen ganz oben mit. Ein westdeutsches Land, ostdeutsches Land. Und was stellen wir fest? In beiden diesen Ländern, die sind eher konservativ regiert.
Und die Länder, die lange eine eher linke Bildungspolitik ertragen mussten, teilweise über Jahrzehnte, weil die CDU auch oft gemeint hat, naja, was interessiert uns Bildung, wir nehmen das Wirtschaftsressort, lass das mal die Linken machen. Das war verkehrt, denn in diesen Ländern, Beispiel Bremen, Berlin, da ist es mit der Bildung massiv bergab gegangen. Und wenn ich jetzt nach Baden-Württemberg gucke, das Land, wo ich selber lange als Lehrer arbeiten durfte, da stand Baden-Württemberg, als ich von Baden-Württemberg nach Berlin ging, noch sehr gut da. Ja. CDU regiert, super Bildungssystem. Wenige Jahre später habe ich mir angeschaut, wie steht Baden-Württemberg jetzt da? Baden-Württemberg hat innerhalb weniger Jahre, nach den 2000er Jahren, als dann die Regierung gewechselt hat zu den Grünen, einen rasanten Abstieg erlebt im Bildungsvergleich und im Bildungsranking der Länder. Und das kann nur mit der Politik zu tun haben, die jetzt auch in Baden-Württemberg Einzug gehalten hat. Das ist die linke Politik der Grünen, wie sie hier betrieben wird. Und das ist die falsche Bildungspolitik. Aber jetzt wollen wir Ihnen auch sagen, wofür wir stehen und was wir brauchen. Einige Dinge habe ich ja schon indirekt angesprochen. Kontrolle der Migration, ja. Bildung, Standbildungsfähigkeit muss zu einem Merkmal für die Einwanderung werden. Wir brauchen aber noch mehr. Wir brauchen als erstes auch eine Rückkehr zum Leistungsprinzip. Es muss Schluss sein mit der Verhätschelung und Vertätschelung der Schüler. Schüler müssen Niederlage und Aufstieg, Erfolge und Niederlage erleben dürfen. Das gehört zu einer gesunden Entwicklung dazu. Und wir brauchen, jetzt kommt auch so ein Wort aus dem Mottenkasten, was die 68er am liebsten gar nicht mehr hören würden, wir brauchen auch wieder mehr Disziplin. Wir brauchen Rückkehr zur Disziplin. Immer auch Selbstdisziplin. Die Lehrer müssen natürlich auch Vorbild sein. Also wenn ich mir anschaue, wie manche Lehrer in den Unterricht gehen und manche unserer Bundestagskollegen sich an das Pult im Bundestag stellen, also so gehe ich nicht mal in den Garten, ja, um das Unkraut zu nehmen. Also diese berühmten Sekundärtugenden, die wir wieder einfordern müssen, dazu gehört natürlich so etwas wie Ordnung, Pünktlichkeit und natürlich auch ein gepflegtes Auftreten. Man sollte einen Unterschied machen, ob man in die Schule geht oder auf den Grillplatz. Und ein Kapitel ist inzwischen auch ja fast schon wieder ein bisschen dramatisch geworden. Wir müssen auch die Autorität und die Sicherheit unserer Lehrer wieder gewährleisten. Lehrer zu sein, ist inzwischen ja ein lebensgefährlicher Beruf geworden. Ja, also die Zahlen, die wir kennen, sie werden noch nicht bundesweit erhoben, das haben wir angefragt, aber die Zahlen allein aus Nordrhein-Westfalen zeigen einen massiven Anstieg in den letzten Jahren, dass Lehrer Opfer werden von verbalen Attacken, von Mobbing und bis hin zu körperlichen Attacken, bis hin zu Morden, die es hier in Deutschland gab, die es auch schon in Frankreich gab. Das kann, glaube ich, nicht wahr sein. So etwas gab es früher nicht und so etwas wollen wir nicht an unseren Schulen, dass Lehrer Angst um Leib und Leben haben müssen. Ja, und es soll ja nun nicht ganz so sein wie das berühmte Beispiel, da wir hier gerade in Baden-Württemberg sind, aber Schwaben ist nicht weit weg. Vielleicht kennen Sie die Erzählung von dem schwedischen Schulmeister, da sieht man den Unterschied, wie das früher nochmal war. Dem haben nämlich dann seine Kollegen auf den Grabstein geschrieben, als er verstorben war. Und er war ein sehr beliebter Lehrer. Und dann stand drauf: Ein gutes Herz und eine harte Hand haben aufgehört zu schlagen. Also, bitte nicht missverstehen, wir sind natürlich nicht für die Wiedereinführung der Prügelschlafe, also das um Gottes Willen. Man kann sich auch anders Respekt verschaffen. Ja, vielleicht auch abschließend noch ein bisschen technischer Blick.
seit Neuestem wird ja immer gefordert, naja, das klappt alles nicht mit der Bildung, das muss jetzt der Bund steuern. Der Bund kann das bestimmt besser. Aber wer sitzt da im Bund? Wer würde denn das da steuern? Das wären die gleichen linksgrünen verblendeten Idioten, die in den Ländern für die Bildungspolitik zuständig sind. Nichts würde besser werden, wenn man dem Bund das in die Hände gibt. Und da, wo der Bund es schon versucht hat, mal etwas zu steuern, da ist es ja gründlich schiefgegangen. Ich erinnere mich noch gut, wie ich im Vermittlungsausschuss saß, weil der Bund sich gedacht hat, ja, Digitalisierung. Plötzlich hat er Digitalisierung entdeckt, so als ob das Internet gerade erst erfunden worden wäre. Die Schulen haben alle noch keinen vernünftigen Internetanschluss. Das muss der Bund jetzt machen. Wir brauchen einen Digitalpakt. Die Länder haben sich gewunden, wollten erst nicht, aber dann winkte der Bund mit Milliardenpaketen. Ja, welcher Minister kann da schon widerstehen? Und trotzdem, in der ersten Runde folgten die Länder unserer Argumentation als AfD-Bundestagsfraktion. Wir haben gesagt, das ist ein Eingriff in den Föderalismus, das ist Zentralismus, macht das lieber vor Ort, sorgt dafür, dass die Länder selber gut ausgestattet sind. Sie wissen besser, ob sie einen neuen Internetanschluss brauchen oder ob die Turnhalle renoviert werden muss. Nein, wollte man alles nicht hören. Es wurde durchgedrückt. Und nach dieser Debatte im Vermittlungsausschuss, ist ja immer hinter verschlossenen Türen, aber das verrate ich jetzt einfach mal, da saß da ein zerknirschter Ministerpräsident aus Baden-Württemberg. Also so viel muss man ihm immerhin zugestehen. Er hat das als ehemaliger Lehrer schon auch verstanden. Und ich bin zu ihm hingegangen und gesagt, Sie gucken so betröppelt. Ja, wir haben doch gerade beschlossen, dass Sie jetzt Geld vom Bund bekommen. Sagt er, ja, also Herr Frömming, ja, brauchen wir eigentlich gar nicht als Baden-Württemberg. Das Geld kommt ja sowieso von uns nach Berlin und jetzt wieder zurück. Ja, aber dieser Eingriff in den Föderalismus, also mir spart nichts Gutes für die Zukunft. Ja, er hat natürlich recht gehabt, aber er hat trotzdem die Hand mitgehoben. Und inzwischen zeigt sich, dass seine Befürchtung, unsere Befürchtung, richtig waren. Das Geld von diesem Digitalpakt ist immer noch nicht da angekommen, wo es hinkommen sollte. Es wird teilweise zweckentfremdet und so weiter. Der Bundesrechnungshof hat das ganze Ding der Bundesregierung um die Ohren gehauen, meine Damen und Herren. Das war der falsche Weg. Eine zweite Geschichte, und dann reicht das auch an Beispielen für das Versagen des Bundes bei der Steuerung der Bildung. Das ist ganz aktuell, und zwar das sogenannte Start-Chancen-Programm. Die ganzen Projekte der Ampel klingen ja alle immer so gut. Ne? Gute Kita-Gesetz, mehr Demokratie-Gesetz. Also wenn Sie wissen wollen, was das bedeutet, müssen Sie immer nur an das Gegenteil denken. Mehr Demokratie-Gesetz heißt weniger Demokratie. Gute Kita-Gesetz heißt eigentlich, die wollen was Schlechtes für die Kita. Ja, und so ist es auch hier, das Start-Chancen-Programm schafft Ungleichheit zwischen den Schulen. Nämlich man hat sich ausgedacht, wir geben bestimmten Schulen mehr Geld. Und dreimal dürfen Sie raten, welchen Schulen? Nämlich nur den Schulen, die einen bestimmten Migrantenanteil haben. Die sollen also besser gestellt werden. Die Schulen, die noch halbwegs funktionieren, haben also dann im Vergleich weniger Geld. Ich finde, das ist ungerecht und das ist auch eine Diskriminierung der deutschen Kinder oder der deutschen Kinder. Ja, und die Bundesbildungsministerin heißt sie ja, also auch die Forschungsministerin, aber sie hat ja dann auch nochmal, um das Startchancenprogramm voranzubringen, zu einem großen Gipfel eingeladen, Bildungsgipfel. Aber siehe da, es sind, glaube ich, nur zwei, drei pflichtbewusste Vertreter gekommen. Ich glaube, die Chefin der Kultusministerkonferenz kam und noch ein, zwei andere. Aber ansonsten blieb die gute Frau Stark-Watzinger dort allein auf guter Führung. Und das wundert mich auch nicht. Und deshalb sind wir als Alternative für Deutschland gerade auch an dieser Stelle. Und da muss man vielleicht auch wissen, dass unser Grundgesetz in vielen Punkten veränderbar ist. Also viele sagen zum Beispiel auch, wenn die AfD was am Einwanderungsrecht oder Asylrecht ändern will, ja, das dürft ihr nicht, das steht doch im Grundgesetz. Das ist Quatsch. Fast alles, was im Grundgesetz steht, kann man ändern. Das ist auch ganz normal. Es ist seit 1949 schon ungefähr 70 Stellen geändert worden. Aber es gibt doch ein paar Dinge, die nicht angefasst werden dürfen, die sakrosankt sind. Und dazu gehört die föderale Ordnung unseres Staates. Und kurioserweise sind wir als Alternative für Deutschland die Einzigen, die im Bundestag hier noch die Fahne des Föderalismus hochhalten. Wir sind der Anwalt des Föderalismus und das werden wir auch bleiben gegen diejenigen, die hier einen Frontalangriff gegen unser Grundgesetz vornehmen, meine Damen und Herren.
Alice Weidel bestimmt auch gleich nochmal darauf eingehen mehr, aber nicht nur in diesem Punkt, sondern auch in allen anderen Punkten, die es sonst noch hier anzusprechen gäbe, sind wir nicht eine Gefahr für unseren Staat, für unsere Verfassung. Im Gegenteil, wir wollen diese Verfassung, dieses Land schützen und erhalten, und das unterscheidet uns von den Altparteien. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.